Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Jo, heute sind wir auf der Gutshof-Map. Hier schön Bilder und eine etwas längere Beschreibung. Ist auch mal was Neues, dass hier jemand so viel reinschreibt. Ja, das hier ist eine umgebaute Standard-Map. Jo, Fahrzeuge haben wir am Anfang auch ein paar. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Dann wechseln wir mal auf was Schickes. Und dann schauen wir gleich mal. Soweit ich gelesen habe, ist das eine umgebaute Standard-Map, wie man auch bereits schon sehen kann. BDA wurde leider nicht so angepasst. Gar nicht angepasst, würde ich mal sagen. Jo, hier haben wir schon ein paar Bäume. Bisschen Gras in der Mitte drin. Ansonsten ist hier auf der Seite alles gleich geblieben. Ja, hier hat sich auch einiges getan. Und zwar haben wir hier gleich die Kuhweide. Dann ist Fahrsilos. Ja, und da haben wir auch gleich die BGA. Also haben wir alles an einem Fleck. Schauen wir mal rein. Also BDA wurde nicht angepasst. Das gehört unbedingt noch nachgemacht. Hier mit den Silos. Fahrsilos. Das hätte man runter weitermachen können. Das hat sogar eine Kollision. Okay. Gut. Dann schauen wir, was wir da noch so haben. Da vorne müsste die Schafsweide oder so sein. Ja, hier ist für die Schafe. Weizen sieht da ein bisschen doof aus, weil hier überall auch so ein bisschen Weizen ist, aber naja. Kann man mal drüber hinwegsehen. So, hier hat sich nicht viel getan. Es ist ja auch gleich geblieben, dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen in das Dorf rein. Darunter mal, ob sich da unten irgendwas getan hat beim Händler. Ansonsten ja, ist es halt eine umgebaute Standard-Map. Hat sich nicht viel was verändert. Außer halt beim Hof. Ja, hier hat sich auch nichts getan. Der Händler steht noch immer am selben Fleck. Hier fehlen ein paar Sachen, und zwar ein paar Häuser und eine Tankstelle war da hier noch. Ein Einkaufszentrum, irgendwas war da. So, dann schauen wir mal darunter. In der Beschreibung steht ja nicht viel, was geändert wurde, außer halt das mit der BGA und mit der Kuhweide und so weiter. Also denke ich mal, hat sich das sonst auch nichts getan. Hier ist auch alles gleich. Ich glaube, wir sehen auch nicht, weil das Feld uns am Anfang gehört. Nee. Nee, sehen wir nicht. Also entweder wir haben gar keins am Anfang oder es wird nicht angezeigt. Haben wir sonst noch? Gaststätte, Güterbahnhof, Hafen, Lanthan und Miller. Silos sind auch voll. Gut, da hat sich auch nicht viel was getan. Da auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Lok an. Denn hier gibt es, glaube ich, nicht viel zu sehen mehr. Und wir haben hier Errors. Okay. Ja. Okay, ein paar Errors haben wir. Ansonsten, ja. Keine Warnings oder so und auf jeden Fall keine Costex. Ja, die paar Errors gehören noch bearbeitet. Aber ansonsten ist die umgebaute ganz okay. Vielleicht ein paar Sachen mehr, die man hätte umbauen können. Aber naja, besser als nichts. Würde ich mal sagen, was das mit der Mod-Vorstellung. Bis zur nächsten. Macht's gut und ciao.